Also, der fünfte Sieg beim Race Across America ist für mich eigentlich unfassbar, vor allem in welcher Manier zustande gekommen ist. Ich weiß noch genau, wie der Juri Robic, das große Idol, seinen fünften Sieg gefeiert hat, bevor er dann ein Jahr später darauf verstorben ist. Und in der Zeit damals war es irgendwie eine spezielle Situation, weil da waren viele neue Leute in der Szene und keiner gewusst, wer wird jetzt der neue Superstar, wer wird der neue Dominator. Und ich hätte mir niemals erträumen gewagt, dass ein paar Jahre später ich da sitzen werde mit 5 Frames-Siegen. Also das ist schon eigentlich unvorstellbar und unglaublich für mich. Also, wenn man in einer Woche nur 8 Stunden schläft, was man sonst mal in einem Tag und in einer Nacht macht, ist das eine ganz spezielle Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, dass es durch die vielen Male, die ich schon erlebt habe, dass es gar nicht mehr so außergewöhnlich war. Also man merkt jetzt an meiner Stimme, ich bin irgendwie so mittelmäßig besoffen, ich lalle ein bisschen durch die Gegend, es tut mir recht schwer, die richtigen Worte zu finden. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich völlig normal, wäre aber allerdings schon sehr gut schlafen in den nächsten 3 bis 4 Nächte. Beim Ram wird immer wieder mal die Strecke verändert. Die Strecke ist nicht immer ganz gleich. Das heißt, die Streckenrekorde werden eigentlich in der Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen. Und es hat jetzt 2 Mal den Fall gegeben, dass es jemand unter 8 Tagen geschafft hat. Das war beide Male ich. Und für mich war eigentlich klar, dass auf der neueren Strecke, die jetzt 150 Kilometer länger ist, das nicht noch einmal zu wiederholen sein wird. Und erst im Laufe der Tage und vom Rennverlauf hat man gemerkt, dass das doch knapp werden könnte und dass man da schon einige Stunden Vorsprung jetzt auf den Marschplan hat. Und dann ist halt nur um 1,5 Stunden ist es nicht ausgegangen. Das ist schon besonders knapp und auf dieser schwierigen Strecke war das eigentlich, glaube ich, vom rein sportlichen her mein größter Erfolg. Das Ram 2018 als Teamchef war für mich ein fast perfektes Rennen. Yes. Also das Ram 2018 war eine unglaubliche und unmenschliche körperliche und mentale Leistung vom Straps und von der Kasperl da hinten. Der Christoph ist für mich ein Mensch, genauso wie der weiße Hai nur ein Fisch ist. Es ist immer wieder echt geil, wenn man sieht, was Unmenschliches geht, wenn vorn weg einer reitet und dann das ganze Team hinten nach einfach auch Dinge schafft, die man sonst nicht schafft. Es ist immer alles relativ im Leben, man glaubt es noch nicht, was alles geht. Ich habe gelernt, dass Ultracycling ist der Sieg des Willens über den Körper. Der Christoph Strasser ist der Großmeister in diesem Metier und er hat jetzt 5 schwarze Gürtel. Der Schwärm 2018 war eine unglaubliche Teamleistung mit höchster Präzision, einfach Vollgas durchgehend. Unglaublich, was ein Mensch mit einem klaren Ziel und einer großen Mannschaft mit viel Support leisten kann. Definitiv das geilste Team. Viel Abenteuer gewesen. Und jetzt geht es auf ein starkes Bier in unser Haus. Wahnsinnig schnell, in einem Wahnsinnsteam. Einfach geil. Extrem schnelles Rennen und hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin stolz auf den Straps. Er war wieder mal motivierend und hat mit seinen 2 starken, das war viel zu lange. Ja.